Heimkino-Fans. Ich habe heute Morgen noch schnell diesen Vorspann gefilmt, weil uns Hisense gebeten hat, noch eine Info beizufügen, dass der PX3 Pro zwar 3D voll und ganz unterstützt, aber erst nach dem nächsten Firmware-Update. Also für wen das jetzt wichtig ist, noch diese Info, aber der PX3 Pro, auch der PX3, der Vorgänger, der ja nur kurzfristig da war, der hat ja hier fast ein Hype ausgelöst, also er ist ja ständig ausverkauft und es wird auch jetzt hier bei dem PX3 Pro nicht anders sein und deshalb noch diese Info vorab. Herzlich willkommen, liebe Heimkino-Fans. Neben mir steht der neue Hisense PX3 Pro und gar nicht weit von mir der Ecki Schmidt. Ja. Hallo, lieber Ecki. Ganz klar, ich gebe dir mal die Hand. Hier haben wir das neue Stück. Heute ist der große Tag und wir haben jetzt zu seinem kürzlich neu erschienenen Vorgänger, haben wir jetzt hier noch, können wir das Ganze noch mal toppen. Also der PX3 war wohl der kürzeste Produktzyklus in der, ich glaube schon fast in der Beamer-Geschichte. Ne? Das waren ja jetzt nur ein paar Wochen, um ehrlich zu sein. Der wurde, wann kam der genau? Im Frühling. Dann war er ewig nicht lieferbar. Da gab es, glaube ich, ein, zwei Lieferungen und jetzt wird er schon abgekündigt. Man kann das natürlich, man hat sich vielleicht so eh schon gewundert, es gab einen PX1 Pro, einen PX2 Pro und dann war es nur der PX3. Und dann hat man sich vielleicht gewundert, wo das Pro ist, zumal es ja schon diese internationale Ankündigung schon vor, ich glaube schon im letzten Jahr gab auf der IFA, da hieß es ja auch schon PX3 Pro. Ja. Insofern war das schon verwunderlich und jetzt kam der PX3, der ist jetzt schon wieder Geschichte und jetzt haben wir den Pro. Aber, Gerät. Lieber Ecki, jetzt frage ich mich, ich sehe jetzt hier keine großartigen Veränderungen. Nee, denn also der PX3 ist ja mehr oder weniger schon dasselbe Gerät. Nicht? Es gibt jetzt ein paar Ausstattungsunterschiede oder Weiterentwicklungen, wie man so möchte. Und ja, du hast das ja hier schon geschickt angedeutet. Eine Weiterentwicklung ist definitiv 3D ist back. Nachdem 3D verschwunden ist, ist es jetzt wieder zurück. Ja. Der PX3 Pro kann 3D. Das ist für viele von euch, glaube ich, erfreulich, denn man immer wie ein Gerät vorstellen, das kein 3D gibt's, kann, kamen immer die Kommentare ohne 3D, kein Kauf. Richtig, so. Jetzt entsteht natürlich für mich, besteht wieder die Frage, ist er das Beste des Besten des Besten oder nur das Beste? Ja, immer das Beste des Besten. Ne? Also wir haben hier auch diesen riesen Kontrast, wir haben also, diese Schärfe. Es ist ja so, bei Hisense gibt es verschiedene Reihen. Die sind ja, das ist ja wirklich die Marke, die das Thema Laser-TV am meisten nach vorne bringt. Und da gibt es die L-Serie. Ne? Ja. Das sind die, klar, damit hat Hisense angefangen, das sind die Laser-TVs, die immer mit dem Screen kommen, die praktisch als Einheit mit dem Screen verkauft werden. Dann gibt es die PL-Geräte, kam ja auch gerade erst ein neuer. Das sind diese Einstiegsgeräte. Ja. Und dann gibt es die PX-Geräte, das sind ja die Laser-Cinema-Geräte mit dem RGB-Laser. Das ist praktisch die Das ist eigentlich so die Heimkino-Variante von den Laser-TVs. So kann man das erklären. Und wir haben jetzt hier den Trichroma. Genau, PX3 Trichroma, Pro. Ein echter RGB-Laser. Richtig. Hatten auch der PX2, hatte auch der PX1. Die ganzen Verbesserungen, die wir mit dem PX3 kamen, haben wir in dem Video schon gezeigt. Schärfer, weniger Abstand. Dann heller. Und jetzt kommen wir mal zum nächsten Punkt. Der PX3 war ja schon deutlich heller als der PX2. Das war ja noch die größte Schwäche vom PX2. Der PX3 hatte 2800 Lumen. Genau, jetzt haben wir und hier. Und jetzt haben sie nochmal an der Light Engine optimiert und sind jetzt bei genau 3000 Lumen. 3000 Lumen. Ja. Und man muss dazu sagen, 3000 Lumen mit einer RGB-Laserlichtquelle ist nochmal was anderes als mit einem Laserphosphor, weil er nämlich diese 3000 Lumen komplett in diese intensiven Farben umsetzen kann. Und mit diesen intensiven Farben in der Helligkeit kann sich das Gerät dann auch farbenkräftig gegen Fremdlicht durchsetzen. Das ist richtig. Dann nochmal ein großer Vorteil. Wir haben aber hier noch ein besonderes Feature, und zwar hat jetzt Hisense, hat sich dort zertifiziert bei Microsoft. Genau. Ganz speziell in Richtung Xbox-Kompatibilität. Richtig, das ist auch drin. Wobei man aber auch sagen muss, auch die Spielekonsole, die PlayStation oder sowas ist auch hier kein... Ja, die Hersteller suchen sich immer so einen Partner. Ne? Ja. Manche sind PlayStation optimiert und die ist jetzt Xbox optimiert. Das Beste ist sowieso dann immer in so, wenn man jetzt spielen möchte, ist der Gaming-Modus immer, sagen wir mal, die beste Einstellung. Da haben jetzt die Laser-TVs ja auch großen Schritt nach vorne gemacht. Die ersten Generationen, die waren ja vom Input-Lag meistens so 5
40, 50, 60. Ich weiß doch, das fing mit dem Optoma an, der hatte einen Input-Lag von um die 100. Das war für Gaming natürlich dann nicht geeignet. Aber seit Jahr für Jahr wird das verbessert und jetzt sind wir ja hier auch schon bei 20 Millisekunden und darunter, je nachdem, was man zuspielt. Das ist jetzt schon voll Gaming-kompatibel und Frequenzen bis 240 Hertz. Da haben wir übrigens noch geringeren Input-Lag dann. Das ist also jetzt haben wir natürlich noch eine Sache, ja, die wir jetzt nicht mehr haben. Genau, es gibt auch einen Wermutstropfen und das ist der SAT-Receiver, der Triple-Tuner. Gehen wir nachher noch mal ein bisschen genauer drauf ein, ne? Genau. Warum man das jetzt geopfert hat. Aber soll an dieser Stelle auch erwähnt sein. Also alle, die unbedingt einen Tuner brauchen, weil sie noch unbedingt, die müssen sich jetzt noch schnell im PX3. Also die, genau, da gibt es jetzt noch die letzte Runde, glaube ich. Ganz genau. Und dann ist der weg. Der PX3 dann ist wirklich das Gerät mit der kürzesten Lebensdauer, die ich jemals gesehen habe am Markt. Also das ist, ich glaube, das war so ein Übergangsgerät. Ne? Die wollten wahrscheinlich dieses Gerät früher rausbringen und haben dann diesen PX3 irgendwie dazwischen geschoben. So ganz geklärt ist das nicht. Aber das ist jetzt das Gerät, das definitiv, es gibt jetzt nicht nochmal ein Pro. Das ist jetzt. Ja, und er hat ja auch, sagen wir mal, oder das Ganze hat ja auch überzeugt, also die PX3-Serie hat durch diese kurzen Abstände dieses neue Objektiv mit der neuen Schärfe. Also da muss man sagen, da hat Hisense wirklich seine Hausaufgaben gemacht. Die haben ja nicht nur den Abstand verringert, sondern die Bildqualität gleichzeitig verbessert. Man könnte ja meinen, oh, mit den kürzeren Abständen ist es eher schlechter. Nein, das ist besser geworden. Die sind noch schärfer als die PX2, weniger Farbsäume, kürzerer Abstand. Das haben wir ja bei dem PX3-Video auch schon alles erläutert. Das ist wirklich schon beeindruckend, was Hisense mit dieser neuen Gerätegeneration geschafft hat. Wir können ja später, wenn wir möchten natürlich auch den PX3 Pro nochmal in Aktion zeigen. Da werden wir dann später nochmal drauf eingehen, wie die Helligkeit rüberkommt. Genau, was das jetzt wirklich bringt, wie groß der Unterschied zu erwarten ist. Und genau, es ist jetzt natürlich gegenüber dem PX3 keine Revolution. Es ist wieder mal eine Weiterentwicklung. Genau, und ich bin aber trotzdem immer noch der Meinung, wir brauchen unbedingt eine ALS-Screen, um dann, sagen wir mal, das Letzte... Das ist ja das Gute an dieser Laser Cinema-Reihe von Hisense. Sie haben sich ja bei diesen Geräten von dieser Philosophie, dass der Screen dabei sein muss, verabschiedet. Und so hat man ja dann die Auswahl, den passenden Screen. Und ja, gerade mit dem Gerät, mit dieser Lichtleistung, hat man eine große Auswahl. Also je mehr Lichtleistung, desto attraktiver werden auch wieder die CLR-Screens, die ja relativ viel Licht schlucken, aber dafür eben von der Natürlichkeit sehr gut. Also auch hier sehr erfreulich, dass die 3000 Lumen-Marke jetzt geknackt wurde. Und er bringt auch wieder ein Balkonkraftwerk mit. Ja, genau. Genau, richtig. Man kann das einfach in den Lichtweg halten und dann lädt die sich auf. Oder auch über USB. Das ist die Fernbedienung. Das ist, ich glaube, die gleiche. Ich weiß gar nicht, die Fernseher haben, glaube ich, die gleiche. Das ist die Luxus-Fernbedienung von Hisense. Ja, das ist jetzt die große. Und es ist auch so, ich habe gerade vor, als ich hier den PX3 hier aufgestellt habe, es ist auch immer wieder... PX3 Pro. PX3 Pro ist klar. wir haben jetzt hier das Pro-Modell. Aber als ich den in der Hand gehabt habe, der hatte gewisse Haptik und auch Gewicht. Also der ist extrem schwer. Man würde das dem gar nicht ansehen, wenn man den, weil der so kompakt ist. Der ist wirklich, hat wirklich... Also da hat man auch schon was, weil das ist ja auch so ein Stoff mit Technik. Ein Qualitätsbeweis, ne, dass da auch schon ein bisschen etwas drinsteckt, weil man muss ja da, ich meine, der kostet ja auch eine gewisse... Ja, also der Aufwand ist ja doch eigentlich schon größer als bei den alten Lampen, wie man hat hier die RGB-Lasereinheiten, das ist ja nicht immer nur ein Laser, das sind der ganze Arrays von Lasern und das für alle drei Grundfarben. Die werden alle teilpassiv gekühlt, da hat man dann Heatpipes und Kühlkörper und natürlich auch noch Lüfter. Das Gerät ist vollgestopft, dann hat man die ganze optische Einheit mit den ganzen Glaskomponenten und den Spiegeln. Also das Gewicht kommt tatsächlich nicht von ungefähr. Das ist nicht so wie bei, es gibt ja so DVD-Player oder manchmal auch Verstärker, wo einfach Bleiplatten reingeklebt sind, damit die schön schwer wirken. Und in Wirklichkeit sind da nur ein paar Gramm Elektronik drin. Das ist bei so einem Gerät nicht. Das ist wirklich vollgestopft mit Technik. Ja, wir können... Ja, die Rückseite, gut, die ist jetzt auch nicht Ich weiß nicht, ob man es jetzt überhaupt sieht. Ich kann es ja mal... Ja, hat sich jetzt nicht wirklich viel geändert. Drei HDMI-Eingänge, Netzwerk, klar, also die smarte Geschichte ist natürlich komplett geblieben. Das ist ja gerade das, hier wird voll jetzt auf das Wieder-Betriebssystem gesetzt, schauen wir uns auch noch gleich nochmal an.
ist meiner Meinung nach nicht die falsche Entscheidung, denn gerade mit Vida ist dieses Gerät ja komplett autark. Es ist eigentlich auch momentan, sagen wir mal so, die Referenz im Laser-TV-Bereich, ne? Die man so ja. auch von der Bildqualität her, von der Performance, von der Helligkeit ja. Jetzt bekommen kann. Also sagen wir mal, andere Geräte sind halt übertrieben groß, ne? Ja. Und es ist irgendwie kompakt, auch vom Design. Abstand. Also Hisense man merkt, dass diese Firmen wirklich so das Ohr am Markt haben, das Feedback ernst nehmen. Also die ersten Hisense, manche von euch werden das vielleicht noch kennen, das war, glaube ich, der L5G oder L5, genau. Die hatten ja noch eher so dieses Badewannendesign, ne? Und vom Material wirkten die teilweise auch noch so ein bisschen einfach. Das war zumindest nicht so der europäische Geschmack. Das war so der erste L5H, das war so der erste mit... oder L5F, ich weiß es gar nicht. Die gehen immer höher in den Buchstaben, ne? Ja. Ich meine, es wäre der F gewesen, hast F, recht. L5F. Da musste man vom Design, war das eben, wirkte das schon noch, das haben die schnell gelernt. Ne? Der schönste ist meiner Meinung nach immer noch, den hast du gerade erwähnt, der L5H, der Aluminium. Aber auch eher, er ist halt jetzt unglaublich kompakt und hat das Harman Kardon Soundsystem drin. Also insgesamt ein Gerät, das sich in jedem Wohnzimmer optisch extrem gut integriert. Das haben die jetzt sehr schnell gelernt. Also, man muss sagen. Ja auch sagen, so in Asien ist ja, sind die ja noch viel erfolgreicher. Da gibt es ja so viele Stores. Also Laser-TVs sind in Asien, da haben die eigentlich den Durchbruch gehabt. Also die Gründe kann man jetzt spekulieren, ob es wegen der Räumlichkeiten ist, weniger Platz oder dass sie ein besonders großes Bild haben wollen. Fakt ist, die Laser-TVs sind in Asien extrem am Boom und Hisense ist eine der Marken, die auch möchte, dass das in Europa immer mehr Fuß fasst und kommt uns natürlich recht viele neue Modelle, schnelle Entwicklung, Konkurrenz. Gut, wir haben ja auch immer wieder Videos gedreht, wo wir sagen wir mal, ganz offen über alles reden und wo auch jeder seine Kommentare hinterlassen kann. Und wir zensieren das auch nicht, also solange da nichts Bösartiges geschrieben wird, dann lassen wir jede Meinung gelten und stehen. Das ist es ja. Ich meine, das ist eigentlich, ich sehe es persönlich positiv, der Heimkinomarkt, der öffnet immer mehr Möglichkeiten. Nicht? Am Anfang musste man Beamer kaufen, die sehr teuer waren und auch von der, ne, die haben sich immer weiterentwickelt und die sind meiner Meinung nach für das Ultra-High-End-Kino ne, immer noch erste Wahl. Aber mit den Laser-TVs wurde das Thema Heimkino viel mehr neuen Leuten eröffnet, die einfach nichts an die Decke hängen wollen, die einfach das Wohn- und Raumambiente nicht stören wollen. Und gehen wir nachher nochmal darauf ein, mit dem Gerät, mit den Laser-TVs kann man eigentlich Heimkino von allen Technologien am schönsten integrieren. Schöner als bei Beamern und schöner als bei Fernsehern. Nicht? Ja. Diese Geräte kann man wirklich extrem Lifestyle-mäßig schön im Wohnzimmer integrieren. Das ist meiner Meinung nach auch einer der Schlüsselpunkte für die Zukunft. Ich habe ja da jetzt auch momentan so ein Video, das ist praktisch so ein Test, wie Menschen reagieren, die Laser-TV sich vielleicht anschaffen wollen, aber noch nicht so recht wissen, wie man denn integrieren soll, das System. Und es da ja dafür auch nicht viele Möbel und nicht viel Angebot gibt. Also es gibt da so ein paar Do-it-yourself-Möbel. Ja? Und dann gibt es einige Hersteller, die es jetzt gar nicht mehr gibt, die sich da bis zuletzt noch drauf spezialisiert haben. Und wir sind jetzt gerade dabei, so eine ganz neue Möbelserie anzubieten und testen jetzt mehrere Möglichkeiten und Lösungen. Und auch Designs. Wie jetzt der Anwender darauf reagiert, was gefällt mir da oder was eben nicht. Und da gibt es dann auch ehrliche Meinungen, dass da eben keins gefällt. Ja. Aber das ist, oder dass es zu teuer ist, obwohl ich überhaupt keine Preise genannt habe. Man muss, glaube ich, auch dazu sagen, ich habe das Video auch gesehen, da sind verschiedene Designs, aber wenn ich das richtig verstanden habe, kriegt man diese Designs nochmal in unterschiedlichen Farben, oder? Ja, nicht nur das. Weil da ist zum Beispiel eins, das ist in Schwarz. Das habe ich mir nämlich dann gedacht, Schwarz ein bisschen... Aber dann habe ich mir dasselbe in Weiß vorgestellt. Man kriegt das und dann sieht das nämlich viel schöner aus. Das könnte man vielleicht noch ein bisschen... Das kriegt man auch in Aluminium-Finish oder das kriegt man in einem Naturstein-Finish. Ich glaube, das war in dem Video, schaut mal rein, wenn ihr es noch nicht kennt, das ist da, glaube ich, nicht deutlich genug geworden, dass man diese ganzen nochmal, aber gut. Da ist eher so die Sache gemeint ne? Die Sache gefragt, die Lösung. Genau.
Aber dass man das natürlich in allen Ausfärbungen bekommen genau, kann. Ne? Und dass man das so und so stricken kann. Ja? Oder sagen wir mal so, wir haben uns ja gestritten um 100 Zoll. Ja? Ja. Ob Fernseher oder ob Laser-TV. Aber wir können ja auch 120 Zoll. Und da sieht die Welt schon ganz anders aus. Da gibt es nämlich keine Konkurrenz. Ja? Ja. Und 120 Zoll, da muss man dazu sagen, das ist aber richtig... Dann geht's schon in die Beamer-Kategorien, nicht? Die Beamer haben nachher nach wie vor den großen Vorteil, die können bis 4-5 Meter relativ problemlos, die brauchen ja auch relativ wenig Abstand tatsächlich dafür. Aber mit 120 Zoll, da sind wir jetzt, geht das schon in die Beamer-Richtung, ne? Das ist, aber hallo, da genau. Geht's richtig rund und da ist es schon auch ein Thema, ob ich da so ein, also da brauche ich eigentlich mehr oder weniger so eine Lösung, weil ich dann mehr Abstand brauche, weil ich brauche ja Abstand, für die um die Bildgröße zu realisieren. Die Möbel können auch noch automatisch den Abstand vergrößern. Und dann ist auch so, dass automatisch das Bild nach oben wandert, wenn ich also genau. mehr Abstand habe. Richtig. Das Je weiter man so Laser-TV wegstellt, desto größer wird das Bild, desto höher ist es aber auch. Genau, weil es diesen festen Offset gibt. Das gibt es noch nicht, kommt vielleicht irgendwann mal in den nächsten Jahren. Lensshift gibt es nach wie vor nicht bei Laser. Das ist mit dem Spiegel, glaube ich, zu kompliziert. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der Sony hatte das, glaube ich. Ja. Aber der kostete ja auch 16.000 Euro. Ne? Der erste Sony Laser TV, der war so groß. Genau. Und das sollte man alles lösen können und das wollen wir auch alles lösen. Das soll auch alles bezahlbar bleiben. Und ich bin da sehr gespannt drauf. Auch auf das Zusammenbauen und die Verarbeitung und das wird spannend. Ja, und ich würde jetzt mal sagen, uns bleibt jetzt gar nichts mehr anderes. Genau, jetzt schalten wir das Ding mal an, schauen uns die Praxis an. Wie jetzt das Ganze nochmal in der Praxis zu zeigen. Und dazu werden wir jetzt den PX3 Pro aufstellen. Anschließen und natürlich dann starten und dann hoffentlich von seiner besten Seite zeigen. Gut. Und bis da würde ich sagen, bis gleich. The colors come alive. Laser TV shining, taking me for a ride. Immersive movie mode, I'm in a different zone. The screen comes to life, like I'm sitting front row. Switching to game mode, the intensity goes high. Every shot, every move feels like I can fly. With joystick in hand, I'm the hero of the game. Laser TV takes me there, no two rounds are the same. Neon dreams taking me away. Laser lights making every day feel like a holiday. Technology's a symphony. Living like a star, every touch of fantasy. Ecki, jetzt haben wir gesagt, der PX3 Pro, der hat eine riesige Lichtleistung. Der ist nämlich jetzt heller. Ja, also man muss ja dazu sagen, der PX3 war schon hell mit 2800 Lumen. Das war ja schon ein großer Schritt nach vorne. Er ist jetzt nochmal 200 Lumen heller. Unsere Augen arbeiten aber logarithmisch. Das heißt, 200 Lumen erscheint uns jetzt nicht so viel heller, wie es klingt. Zumal man ja auch noch die Kalibrierung abziehen muss. 200 Lumen sind immer Bruttowerte. Netto sind das dann ungefähr 150, 160 Lumen, die eher heller ist. Dennoch, objektiv kann man nie genug Licht haben. Und mit 100 bis 200 Lumen mehr ist er natürlich auch wieder in der Lage, sich etwas besser gegen Fremdlicht durchzusetzen. Gerade in Kombination mit der RGB-Laserlichtquelle, die, wie man ja hier sieht, sehr intensive Farben macht, kann er dann auch unter Restlichtbedingungen ein sehr helles und sehr kräftiges Bild machen. Und auch für 3D gilt das, braucht man wirklich viel Licht, denn diese Brillen,
die kosten gut 75% Licht. Das heißt, und dann relativiert sich das schnell wieder, wenn man von 3000 Lumen 75% abziehen muss. Und man will ja, ja immer noch ein helles Bild haben. Insofern ja. Ist auch für 3D seine zweite Hauptneuerung dieses Licht sehr willkommen. Insofern ist das schon eine sehr gute Verbesserung. So. Gut ist jedes Ansehlumen. Ja, sozusagen. Genau. Also bei Laser-TVs gilt wirklich, je heller, desto besser. Und man sieht, dass die extrem hellen Modelle auch preislich noch mal eine Dimension höher liegen, ne? Und nicht unbedingt dann auch noch RGB-Lasergeräte sind. Für einen RGB-Laser ist 3000 echte Lumen schon sehr viel. Ja. Gut, jetzt hast du es schon vorweggenommen. Also 3D-Fähigkeit haben wir jetzt hier ja. on board. Und wir haben jetzt nicht mehr den SAT-Receiver. Ja, der ist jetzt dem Rotstift zum Opfer gefallen. Man merkt das aber auch, es hat so den Anschein, dass die Hersteller jetzt so Analysen machen. Wer benutzt überhaupt noch lineares TV? Ja. Ist das jetzt der Aufpreis noch wert? Man sieht das eigentlich, dass das eher zuerst hat man gedacht, es kommen immer mehr Laser-TVs mit Tuner. Es ist eigentlich so, dass das tatsächlich wieder ad acta gelegt wird. Das liegt einfach daran, dass man eben übers Internet, jeder hat inzwischen extrem schnelle Internetverbindungen, oder das wird ja auch konsequent ausgebaut, dass man eben den ganzen Fernseh-Content auch übers Internet in derselben Qualität bekommen kann. Ja, du kannst da auch vorladen, du hast da viel mehr Möglichkeiten. Ja, zeitversetzt allein diese in den Mediatheken, wann man will. Dieses Linear-TV, das spricht, glaube ich, hauptsächlich, also wer davon auch hauptsächlich abhängig ist, sind die älteren Generationen. Und wenn man ehrlich ist, das ist schon ein Gerät für Enthusiasten oder für jüngere Generationen. Genau. Das ist ein Heimkino. Und Schwan, der PX3, ja. also sein jetziger Mitbegleiter, der hat ja auch schon diese ganzen Allüren gehabt. Ja? Also genau. Der hat ja auch diesen wahnsinnigen Kontrast, diese Schärfe, genauso genau. wie jetzt. Also, das ist immer wieder beeindruckend, auch als wir den heute wieder aufgebaut haben. Die Schärfe ist wirklich ein sehr großer Sprung nach vorne bei den neuen Geräten, weil ja. eben er braucht weniger Abstand, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, aber er hat wirklich diese Farbsäume nicht mehr und das ist wirklich ein großer, ganz großer Schritt nach vorne, der wirklich viel ja. Schärfe bringt nochmal. Ja. Genau, und dann haben wir natürlich diesen wesentlichen Vorteil, dass wir hier kaum noch Abstand haben. Wir haben ja. jetzt hier eine 100 zu Das ist 100 und man sieht, das ist wirklich hier, das ist praktisch eine Fernbedienungslänge. Ja, mehr ist das nicht mehr. Mehr ist das nicht. Früher war es ein Schuh. Boah, jetzt habe ich hier... Alles gut. Du hast ja hier stabile Möbel, die halten das aus. Ja. Stabile Geräte, so. Jetzt habe ich hier einen, das ist nicht mal ein Fuß, ne? Das ist nicht mal ein Fuß, nee. Genau, was ist eigentlich, genau. Und das wiederum heißt, man kann wirklich normale Lowboards nehmen, die wirklich handelsüblich sind. Die sind ja in der Regel so 30 bis 40 Zentimeter tief. Tiefer sind die ja nicht. Und man muss sie auch nicht weit von der Wand abrücken. Was macht die ganze Sache natürlich nochmal wesentlich einfacher. Man muss in den meisten Fällen gar kein neues Lowboard kaufen, wenn man schon eins hat. Oder wenn man eins kauft, hat man natürlich die freie Auswahl, weil man jetzt nicht mehr auf so tiefe Lowboards zurückgreifen muss. Ja? Ich habe noch eine Überraschung. Ja. Und zwar an die Gamer. Ja, richtig. Da haben wir noch was für euch. Und zwar haben wir hier... Ja, das ist jetzt einer der ersten, oder ich weiß nicht, ob es der erste... Xbox. Genau, Xbox. Und Spiele als PlayStation-kompatibel. Ja, speziell für Xbox optimiert. Ja. Also da ist man anscheinend ein Deal mit Microsoft eingegangen. Das ist jetzt praktisch Plug-and-Play für Xbox. Absolute, wie wollte ich sagen, Convenience. Also, dass man das nur noch anschließt und sich dann um nichts mehr weiter kümmern muss. Gerade für die Gamer, genau, also für die Xbox-Fans unter euch. Die PlayStation-Fans da wieder weniger. Da gibt es ja auch verschiedene Lager. Aber da kann man ja auch einen Spielemodus einstellen. Ja, das geht natürlich genauso. Aber das Gerät ist offiziell für Xbox optimiert. Das heißt anschließend und dann der Rest passiert dann automatisch. Das haben wir jetzt noch nicht testen können, weil ich hatte keine Xbox. Du hattest, glaube ich, auch keine. Aber das glauben wir mal, dass das alles so funktioniert. Das ist auch nochmal eine schöne Sache. Von den Frequenzen, er geht ja bis 240 Hertz. Und das ist alles schon sehr... Und die Input-Lags sind gering. Zeig vielleicht gerade nochmal die Apps, die nochmal drin sind. Ja. Wir haben ja hier das gleiche Video. Genau, er hat auch die Luxusfernbedienung. Nicht, genau, mit Solarpanel. Genau, kann man hier reinhalten zum Aufladen. So, ja. Und genau, das VIDA ist ja, das haben wir ja auch schon öfter erwähnt, mit das beste Betriebssystem am Markt. Also es ist nicht so verspielt optisch wie vielleicht manch andere, aber dafür ist es einfach unglaublich schnell. Ne? Die Apps sind schnell geladen, das funktioniert. Ich persönlich finde es auch sogar besser als Android, muss ich zugeben. Ja. Und es sind alle... Das ist alles da. Das ist wirklich alles. Das war ja an Anfängen der Laser-TVs immer noch so ein bisschen kritisch. Inzwischen haben alle Apps
die bei Fernsehern sind, findet man hier auch, was das Streaming angeht. Da sind wir wieder Join, da kann man, glaube ich, RTL, wenn ich das mich richtig erinnere, da kriegt man ja, glaube ich, oder Satu. Also wir haben, ich hab zum Beispiel hier Satu für RTL und für RTL, alles, was jetzt HD ist, ne? Genau. Als Ersatz, weil wir auch keinen einsetzen. Wenn man eben keinen Tuner hat, das kann man alles über diese Apps streamen. Genau, das könnte man auch über Join machen, aber wie gesagt, ich habe jetzt hier Zatto genommen, das war günstiger. Genau. Für uns. Ach, Pluto TV ist auch dabei, ist ja wirklich alles dabei. Ja. Ist alles dabei. Und da die öffentlich-rechtlichen. Aber ich meine, das Wichtigste ist natürlich immer noch Netflix, Amazon Prime Video und YouTube, das gucken sehr viele und DAZN. Genau, das Sport. Sind die wichtigsten hier an Bord. Du wolltest jetzt noch mal ein paar helle Szenen zeigen. Ja, da gebe ich dir am besten ich weiß jetzt nicht mehr genau, was das war. Ich gehe jetzt einfach mal auf YouTube. Und da sieht man, wie schnell das war. Ne? Weißt du das noch? War das jetzt hier? Hier hatten wir es, glaube ich. Ja. Das spielen wir mal ab. Jetzt hoffen wir mal. Jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt kommt Werbung. Boah. Da müssten wir jetzt eine Werbepause machen, da gehen wir jetzt mal hoch einen Kaffee trinken und dann sind wir wieder da. Wir sind in 18 Sekunden wieder da. Oder wir schlagen jetzt das Möbel zusammen. Ja, genau, richtig. Okay, nee, apropos Möbel, du machst ja auch gerade in einem anderen Video eine Umfrage, dass du bietest oder hast vor, Spezialmöbel anzubieten. Das ist ja hier die klassische, einfache Variante, die wir hier haben. Einfach ein Lowboard, Gerät draufgestellt. Zum Glück hat Hisense die neuen Modelle optisch schöner gestaltet. Die ersten waren ja noch so ein bisschen vom Design gewöhnungsbedürftig. Das ist ein schlichtes Design, das sich eigentlich, das sieht man ja hier sehr gut an moderne Möbel anpasst. Ja. Das heißt, das sieht so schon gut aus. Aber wer eben noch mehr Lifestyle oder noch mehr Ambiente will, der kann auch Möbel dann erstehen, wo das Gerät unsichtbar eingebaut ist oder nach Gebrauch unsichtbar versteckt wird. Alles vollautomatisch. Sogar die Leinwand, das ist jetzt ein normaler Rahmen. Das ist jetzt praktisch hier die Economy-Lösung. Die kostet ja auch nicht so. Richtig. Man hat den Gerätepreis und man hat die Leinwandpreis. Und das war es. Mehr braucht man eigentlich nicht. Ja. Wenn man jetzt noch dieses super Luxusmöbel, da kann man auch noch eine elektrische Leinwand nehmen, die von unten nach oben fährt. Und wenn man ausschaltet, verschwindet alles. Und man hat nur noch ein schönes Lowboard und hinter dem Screen ein schönes Bild. Es hat sich eigentlich herausgestellt, ich habe ja da aufgerufen, ihr könnt auch noch eure Meinung dazu sagen. Besucht bitte das Video, schreibt das rein. Ich habe da auch schon getippt. Das ist also kein Käse. Da ist ja schon zum Teil Mut gemaßt worden. Die sind ja viel zu teuer. Ich habe überhaupt keinen Preis genannt. Und, genau, wartet das mal ab. Wartet das mal alles ab. Das machen wir alles zum Schluss, wird dann die Zeche bezahlt. Aber und zwar ist natürlich die einfachste und die am meisten beliebteste Variante ist einfach das Möbel automatisiert mit einer Frame-Leinwand, weil das eben mal die günstigste Möglichkeit ist. Aber es wird auch gefragt, was ist denn jetzt mit dem Zender-Lautsprecher? Natürlich, das funktioniert, aber dann müsste man eigentlich hergehen in der jetzigen Variante, dass man dann die Screen automatisiert nimmt und die ist dann unten mikroperforiert. Ja, das war der Vorlauf. Ne? Ja. Man kann dann an die Wand eine Soundbar, da gibt es ja auch inzwischen sehr leistungsfähige Modelle, und da kann man dann die Soundbar direkt an die Wand montieren. Aber Leute, das kostet natürlich alles Geld. Wir reden hier von Heimkino-Luxus, das ist wie immer. Ja. Es gibt ein Basis-Kit, ne? Das ist meiner Meinung nach bezahlbar, erst recht in dieser Größe. Werden immer oft die Fernseher erwähnt. Klar kriegt man von vielen chinesischen Marken inzwischen einen 100-Zoll-Fernseher oder 98-Zoll für sehr bezahlbare Preise. Aber die machen auch nur ein großes Bild und mehr nicht. Und auch von TCL, die Geräte finde ich auch beeindruckend, aber die beeindruckenden Geräte kosten auch alle richtiges Geld. Also auch bei TCL kriegt man Qualität nicht geschenkt. Also ich habe zum Beispiel zu Hause den Samsung GQ 85 QN 900. Okay. Jetzt habe ich gerade mal geguckt, ob es den jetzt auch in 98 gibt. Ja. So, und der heißt ja dann GQ 98 QN 990. Okay. So, und dann einfach mal so im Internet gesucht, und dann stand da 27.000 Euro. Ja, auch die ganz großen, die großen OLEDs. Also ich meine, das ist der einzige ernstzunehmende Gegner. Ja. Alles andere
hat dann, wie gesagt, Halo, Bending, Rauschen, was weiß ich, Spiegelung. Also die günstigen Modelle definitiv. Also das kommt nicht von ungefähr, da muss gespart werden. Ich hatte ja auch mal den günstigen Samsung getestet in 98, der Preis auch weitergefallen ist. Der hat gepumpt sehr stark in dunklen Bereichen. Das ist aus Heimkino-Gesichtspunkten schon bei Beamer nicht akzeptabel. Beim Fernseher ist das noch auffälliger. Ja. Also da muss man dann auch, wenn man Qualität will, wieder schon mehr in die Tasche greifen. Da ist das hier tatsächlich unter Heimkino-Gesichtspunkten die günstigere Lösung. Und dann ist ja so, sagen. Beim Fernseher ist mir aufgefallen, dass ich zwei Helligkeitsteile im Bild habe. Ja, die Blickwinkel, das ist gerade bei den günstigen echt ein Problem. Die sind ja, LCD-Fernseher sind immer blickwinkelabhängig. Das ist bei kleineren Fernsehern nicht so schlimm, weil eben der Winkel steiler ist. Aber je größer der Fernseher, und man sitzt ja zwangsläufig näher dran, desto breiter das Blickfeld und dann wird die Ausleuchtung echt ein Problem. Also ich habe das jetzt schon oft gesehen, wenn man links auf der Couch sitzt, dann hat man die linke Hälfte schon heller als die rechte. Ja. Und beim Laser-TV, da hängt das dann vom Screen ab. Ich persönlich bin immer noch ein richtiger Fan von den CLR-Screens. Die kosten ein bisschen Licht. Gut, wenn man so einen hellen Laser-TV hat, ist das auch nicht so tragisch, aber die sind absolut 100% homogen, egal von wo man drauf guckt. Und das macht wirklich einen richtig schönen Seheindruck. Es gibt natürlich auch noch die Fresnel-Screens. Die sind dann was eingeschränkter. Die sind natürlich viel heller dann nochmal, weil sie einen Gain haben. Aber die sind dann auch wieder wie so ein LCD-Fernseher eingeschränkt. Das kann man eben, das finde ich auch so schön bei diesen Lösungen, man kann das selber variieren. Man kann so eine günstige Basic-Lösung nehmen und man kann es halt bis zum absoluten Luxus treiben, wo man nichts mehr sieht und in einem richtigen Luxuswohnzimmer bei Nichtgebrauch dann das versteckt hat. Also das ist Aber du siehst ja hier die Bildqualität, das ist auch hier in den dunkleren Bereichen, das sind also noch Details zu erkennen, also das ist schon... Ja, also das ist gilt jetzt auch für den PX3 mit. Hisense hat jetzt in der neuen Generation die Signalverarbeitung verbessert, gerade auch für HDR-Inhalte. HDR, das war ja immer so, das war ja für Beamer in die letzten, ist ja eine Art Beamer, noch so ein bisschen Neuland, ne, weil die Helligkeit natürlich anders sind als bei den Fernsehern, das braucht mehr dynamische Anpassung. Jetzt sind aber die Hersteller aus der Entwicklungsphase praktisch heraus. Wir werden das, ich glaube, das kann ich schon verraten, auch bei Heimkino-Beamern dieses Jahr noch sehen. Das wird, einige Verbesserungen geben. Einiges. Und HDR ist die Zeiten HDR gleich dunkel und das ist wirklich vorbei. Was man natürlich aber auch dazu sagen muss, es wird zwar einiges kommen, aber alles für den dicken Geldbeutel. Ja, also... Ist meine Vermutung. Also es ist... Gut, wir wollen jetzt nicht vom Thema abschweifen, aber... Diesen bezahlbaren Preis, ne, zwischen 2.000 und 3.000 Euro, nicht, den decken eigentlich mehr meiner Meinung nach inzwischen die Laser-TVs ab, als die Heimkino-Beamer. Ja. Die Heimkino-Beamer fangen eigentlich jetzt erst so bei 3 an, ne, die richtig guten Modelle. Das geht, ja. Und da gebe ich dir recht. Ich glaube, die Zeiten, dass man, das war ja so vor 10 Jahren, dass man so ab 2.000 Euro die richtig schönen guten Heimkino-Beamer bekommen hat, die werden, glaube ich, jetzt mal sehen, ob die wiederkommen, aber momentan sind die nicht. Sind aber auch diesem Technologiewandel geschuldet, nicht? Dass die EU jetzt da pusht, Laser und LED und Lampen möglichst verbieten. Die Hersteller sind da schon ein bisschen unter Druck und die Geräte kosten momentan einfach etwas mehr in der Entwicklung und Herstellung. Und das wird natürlich an den Kunden weitergereicht. Die Preise werden wahrscheinlich auch irgendwann wieder runterkommen, auch bei gehobenen. Aber momentan ist das so. Also, Da bleibt uns jetzt eigentlich nur noch zu sagen... Verkauf ist gestartet. Der PX3 Pro ist ab sofort erhältlich, auch bei uns. Ja. Wir haben ihn ab Lager lieferbar. Der wird, glaube ich, jetzt auch wirklich länger am Markt sein. Also wird nicht schon wieder 2 Monate einen neuen geben. Ich mache ja immer den Witz, ein neuer Tag, ein neuer Hisense. Ja. Bisher ist Hisense wirklich, aber das ist, der ist, glaube ich, jetzt für die ganze nächste Saison, ist dieses Gerät. Praktisch jetzt das, man kann so sagen, das Gerät, wie Hisense ihn eigentlich ursprünglich geplant hat und jetzt einfach so nachgeschoben hat. Also sehr schönes Gerät, bestimmt für die nächsten Monate mit einer der besten, also zumindest auch im Verhältnis zum Preis-Leistungs-Verhältnis. Gibt natürlich hellere, kostet wieder mehr Geld, haben wieder andere Nachteile. Was den Abstand angeht, die Schärfe angeht, die Helligkeit und die Lasertechnik ist das schon ein ziemlich attraktives Gerät, das Hisense da gemacht hat. Schon für PX3 und der PX3 Pro natürlich noch ein bisschen mehr jetzt. Ja. Also, dann bleibt uns jetzt an der Stelle eigentlich nur noch zu sagen, dass er natürlich auch bei uns wieder vorführbereit hier bei uns im... Das ist sowieso eine fiese Sequenz. Ja. Weil man hier überall macht er sehr gut, ja.
Ja, genau. Das keine ist, Farbsäume, ja, wirklich. Das ist schon mal... Aber genau, wie er schon sagte, schaut es euch selber an, kommt vorbei, dann könnt ihr das live sehen, ob das was für euch ist. Und da bist du doch, oder? Schön wär's. Da bist du. Die Yacht. Der verdient viel zu viel Geld. Nee, gut, nee, das machen wir alles. Wir sind ja mittlerweile, sind wir ja schon richtige Video-Enthusiasten, sagen wir mal, Freunde im, genau, im Technikbereich. Richtig. Und ja, da wären wir gerne, aber leider sind wir dauernd am... Ich glaube, man merkt aber schon, dass uns das auch Spaß macht, das Thema hier. Also das ist... Genau. Das ist, das sind ja wirklich... Also gerade bei den Laser-TVs haben wir echt große Entwicklungen zurzeit. Die werden immer besser von Generation zu Generation, ohne dass sie teurer werden. Das ist schon eine gute Sache. Und ich glaube, dieser Kampf Laser-TV gegen Fernseher, der wird sich noch weiter verschärfen. Wir könnten vielleicht kurz, bevor wir jetzt hier doch das Video beenden, aber nochmal vielleicht ein Thema. Ja. Du hast ja da experimentiert auch mit solchen Filtern. Ja, richtig. Vielleicht kannst du nochmal kurz sagen. Also das haben wir beim PX3 schon gemacht. Jetzt ist der gerade ausgelaufen. Zum Glück hat er dieselbe optische Einheit. Das heißt, wir können das übertragen auf dieses Gerät. Wir kommen tatsächlich auf 3. Jetzt kommt er hat 3000:1 Kontrast, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Genau wie der Vorgänger. Das ist für ein Laser-TV nativ ein sehr guter Wert. Gibt, glaube ich, kaum keinen Laser-TV, der mehr hat momentan. Gerade auch, weil er ja noch was heller geworden ist. Eine gute Nachricht. Und wir kommen mit dem Filter auf 3500:1. Das ist wirklich spitzenmäßig. Also das heißt, und er kommt ihm natürlich auch zugute, dass er jetzt noch mehr Lichtleistung hat. Genau. Weil der Filter nimmt ja auch wieder etwas weg. Ja, nicht viel. Also nicht wirklich ernsthaft. Nee, das haben wir schon gut optimiert. Aber er ist ja was heller. Hat den gleichen nativen Kontrast wie der PX3. Das heißt, das Schwarzwert ist auch im Vergleich etwas heller als beim PX3. Ja. Und wenn man jetzt den getunten PX3 Pro vergleichen würde mit dem PX3, ist der Schwarzwert der gleiche, aber er ist heller noch dabei. Ja. Das heißt, da hat man das Beste von beiden Welten. Das funktioniert recht gut. Und bei ihm geht das, bei dem PL2 wird es gehen. Ich glaube, andere Modelle erstmal nicht. Aber bei diesen neuen Hisense-Modellen funktioniert das nach unserem Ermessen. Okay, wer da jetzt, wie gesagt, Interesse hat, kann sich schon mal melden. Werden wir auch weiter Infos zu liefern. Ja, werden wir das nachreichen und da kann man mit Sicherheit auch noch ein paar Modifikationen machen, das Ganze ein bisschen, sagen wir mal, modifizieren, da Tipps geben. Ja, ja. Und wie gesagt, wir haben ihn bei uns hier im Studio, man soll sich sowas schon auch einmal angucken, dann sich selbst überzeugen, weil dann sieht man auch erst den Unterschied, was bin ich von meinem TV gewohnt und was kriege ich hier präsentiert. Genau. Auch im Hinblick, wer sowas eben noch nicht gesehen, auch im Hinblick auf den Screen. Welches ist der Screen, der mir am besten zusagt? Genau. Ich habe zum Beispiel gesagt, ich mag die Natürlichkeit von diesen CLR-Screens, aber jemand anders sagt vielleicht, boah, das andere ist so schön hell, das strahlt mich richtig an. Die sind ja auch sehr beliebt, die Fresnel-Screens. Insofern, das ist immer eine persönliche Entscheidung. Man kann gar nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere. Das eine ist für den einen besser, das andere ist für den anderen besser. Genau. Ja, also an dieser Stelle sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer. Wie immer. Alles, was ihr loswerden wollt, in die Kommentare schreiben. Genau. Und der Ecki mag ein Like. Und ich auch dieses Mal. Und dann kriegen wir vielleicht noch mehr. Also, Dankeschön und macht's gut. Tschüss. Tschüss.